Hallihallo, Freunde. Heute geht es darum, dass ich einfach mal diese Kroatien-Geschichte beenden möchte. Im Vordergrund seht ihr noch ein paar Aufnahmen von dem allerletzten Tag, also von meinem Abreisetag, wo wir noch ein wenig mit der Drohne gespielt haben und eine kleine Eidechse oder ähnliches getroffen haben. Es ist so, dass ich mit Marie und Joshua nach diesen 2 Tagen, in denen wir auf diesem Camping Brioni waren, nach Tunarica gefahren sind. Und dort habt ihr ja im Prinzip alles schon gesehen. Also ich habe nicht viel andere Orte entdecken können und so, die ich schon mit meiner Freundin entdeckt habe. Also schaut euch gerne nochmal den Vlog von Tunarica an. Und ihr werdet sehen, dass es halt das ist, was ich auch mit Marie und Joshua dann noch erfahren habe. So viel dazu. Dann möchte ich natürlich ein fettes Dankeschön aussprechen. Das Feedback war genial. Ich habe viele Tipps bekommen unterwegs. Ich habe noch mit einigen sogar privat geschrieben und bei Facebook und so weiter, wo ich dann überall nochmal hinfahren könnte oder sollte. Und das ist einfach genial, einfach diese Hilfe zu haben, diese Unterstützung zu haben. Und ja, ich bin froh, dass ich einfach mit diesem YouTube-Ding angefangen habe, dass ich jetzt die Kamera immer dabei habe, euch dabei habe. Und dafür ein fettes Danke auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu einfach gar nicht sagen. Dann natürlich für die Leute, die sich so auf diese Bastelvideos gefreut haben oder beziehungsweise eher die geguckt haben, wird natürlich jetzt auf jeden Fall noch was kommen. Denn jetzt in letzter Zeit ist auf Instagram, Facebook und jetzt neuerdings auch Twitter nicht so viel passiert, weil ich konnte einfach keine Fotos machen. Denn bei Oscar hat sich so einiges verändert und das konnte ich euch einfach noch nicht zeigen oder wollte ich euch einfach noch nicht zeigen. Und jetzt am Sonntag um 11 Uhr kommt ein Video online, wo ihr dann alles sehen könnt und dann kommen auch endlich wieder schöne Fotos, die ich dann posten kann, weil ich es euch dann gezeigt habe. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich auch auf euer Feedback wieder natürlich. Ich möchte damit einfach diese Kroatien-Geschichte entspannt beenden und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Reise, auf die nächsten Basteleien und freue mich tierisch, dass ihr dabei seid. Also sehen wir uns im nächsten Video wieder. Sonntag 11 Uhr. Auf jeden Fall einschalten und dann sehen wir uns dann wieder. Also haut rein.